Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Versuch XCOM. Nachdem ich das letzte Mal ja kläglichst gescheitert bin, werden wir es dieses Mal noch einmal versuchen. Wir werden es noch einmal im selben Modus versuchen wie das letzte Mal, nämlich im Veteranenmodus. Das könnte vielleicht etwas zu schwer für mich sein. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich noch ein zweites Mal Schiffbruch erleide. Vielleicht schaue ich es dann beim dritten Mal mit Experienced, ob ich es durchschaffe. Dennoch werde ich es versuchen im Veteranenmodus. Ich habe einiges gelernt aus diesem ersten Versuch. Einige Forschungen sind mir klarer jetzt, die ich machen sollte. Und vielleicht... Vielleicht werde ich auch meine Basis so umbauen, dass es tatsächlich ein besseres Aussehen hat, weil sollte ich angegriffen werden in diesem Szenario, dürfte das eine ziemlich brutale Sache sein. Also im Veteranisch. Ich weiß nicht genau, wie es dann bei Genius und Superhuman ist. Aber Veteran war schon sehr schwierig, also das muss ich zugeben, das war nicht so einfach, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber wie schon gesagt, ich habe möglicherweise früher einfach in einem sehr niedrigen Level gespielt, an das kann ich mich einfach nicht mehr erinnern. Ich werde in diesem Spiel jetzt weniger erklären, worum es geht. Für all jene, die wissen wollen, was man beim Beginn oder was man überhaupt in dem Spiel bedenken sollte, die verweise ich an mein erstes Let's Play XCOM, das nur 12 Folgen hat und das vor allem in den ersten paar Folgen relativ viele erklärende Situationen drinnen hat. Ich werde das einfach in die Description reinschreiben. Einen Link zu dem ersten. Okay, das heißt, wir müssen uns zunächst einmal wieder eine Basis suchen und ich würde fast sagen, wir bleiben in etwa dort, wo wir das letzte Mal waren, nämlich in der Nähe von Wien, einfach deshalb, weil wir da einen relativ guten Überblick über, also wir haben da doch wenn wir hier sind, haben wir sämtliche europäische Staaten, die Geld geben, haben wir in unserem Blick und im Endeffekt auch noch Kairo, also Ägypten. Das heißt, wir haben da Russland 1, 2 mit Deutschland, 3 mit Frankreich, 4 mit Italien, 5 mit UK, also Großbritannien, 6 Spanien und 7 Ägypten. Das heißt, wir haben 7 Staaten quasi in unserem Einflussgebiet und ich glaube, es gibt kein einziges anderes Gebiet auf der Welt, das so eine hohe Dichte an Staaten hat. Und wir wollen ja möglichst die Staaten glücklich machen. Das heißt, wir bauen das wieder Richtung Wien und wir nennen das Ding wieder Wien. Vielleicht habt ihr das gehört. Ich bin selbst aus dieser Stadt. Gut, dann haben wir gelernt oder gehört, man sollte da oben die Hangare hinbauen. Ich weiß nicht, ich werde das trotzdem nicht machen. Oder soll ich das machen? Wir haben 4 Millionen zur Verfügung. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein... noch ein General Store und ein Living Quarter brauchen wir auf jeden Fall. Also die zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall bauen. Und das kann ich mich noch erinnern. Und ein Living Quarter, weil ansonsten können wir nicht die ganzen Leute aufnehmen, die wir brauchen. Dann überlegen wir, wie viel kostet ein Hangar? Der kostet eigentlich nur 200.000. Ich glaube, wir bauen da wirklich einen Hangar. Und hier auch. Die sind nämlich recht günstig und dann können wir die da unten abreißen einfach und aus.
Außerdem brauchen wir einen Alien Containment. Das ist um einiges teurer, aber trotzdem bauen wir das dorthin. Sobald wir das nämlich haben, können wir auch lebende Aliens befragen. Okay. So, das sind einmal die Dinge, die wir unbedingt bauen müssen. Workshop haben wir noch, Living Quarters, Laboratory, noch ein General Store. Wir werden dann die Living Quarters, wenn wir dann noch ein zweites Living Quarter bauen, dann im späteren Verlauf, sobald wir etwas mehr Geld haben, damit wir die beiden da abreißen können. So, jetzt machen wir mal ein Purchase Recruit. Wir haben derzeit 10 Scientists. Wir werden auf jeden Fall noch 15 Scientists holen. Engineers lassen wir bei 10. Soldaten, not enough living space, 7 haben wir auch 15. Ich glaube, das passt einmal. Gut, dann wollen wir noch ein zwei Avalanche Launchers, nein, einen noch, nein, zwei, aber drei und Avalanche Missiles. Okay, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Ist okay. Mal Equip Craft. Das erste, wenn wir mal mit einem Avalanche Ding ausrüsten. Oi. Okay, also die zwei Avalanche, die drei Avalanche Dinger, die wir da kaufen, brauchen wir definitiv. So, dann werden wir mal Sachen verkaufen. Was wir auf jeden Fall verkaufen können, ist die Kanone. Wir behalten uns noch die Munition. Wer weiß, ob wir die noch brauchen, bis die Avalanche Launcher kommen. Dann werden wir die auch verkaufen. Achso, doof. Wir hätten noch mehr Sachen verkaufen können. Wir verkaufen. Ja, diese Cannons, die behalten wir uns noch. Zumindest so lange, bis wir gescheite Laserwaffen haben. Laserwaffen sind durchaus wichtig für alles, was wir dann noch machen. Das habe ich irgendwas zum Verkaufen gehabt? Nein. Gut, dann machen wir Research. Ein Project. Wir machen als erstes Laser Weapons. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil die Knarren, die wir jetzt haben, sind jetzt noch nicht so perfekt. So, außerdem einen Sky Ranger. Achso, da sind eh schon alle drauf, die wir zurzeit haben. Na gut, die werden wir uns nachher gleich anschauen. Equipment. Wir haben 6 Rifles drauf, wir werden 8 drauf geben. Heavy Cannon. Ja, den Rocket Launcher geben wir auf jeden Fall drauf. Die Granaten geben wir auch alle drauf. Dabei dann mal. Das sind lauter Sachen, die werden wir dann noch etwas ändern. Sobald wir mehr Leute haben, brauchen wir auch mehr Ausrüstung. Ich überlege gerade, ob das wirklich so klug ist. Na gut, ja, soll sein. Oh ja, das ist schon klug. Die Autokanone geben wir auch noch drauf. Passt. Okay, dann schauen wir uns unsere Soldaten noch schnell an, was die können. Siobhan Walsh. Ja. Bravery 50. Das heißt, die wird nicht so leicht weglaufen. Aber leider ist die Firing Accuracy nicht so großartig. Schade eigentlich mit 51. 67 ist schon besser, auch recht brave. Bravery ist glaube ich, ganz wichtig für eben diese Mind-Affecting-Sachen auch.
Aber wer weiß, wie viele von denen lang genug überleben, dass sie das einsetzen. Firing Accuracy 50, das ist ja arg schlecht. Abiodun Uluwada Milare. Ich hoffe, der überlebt lange. Ich weiß noch nicht einmal, ob das ein E oder eine C ist. Aber okay, Firing Accuracy 41, Bravery 30, na okay, soll sein. Throwing Accuracy ist recht gut, aber wie viele Handgranaten wirft man in so einer Mission? Maximal eine. Und dann ist man tot meistens. Wolfgang Zimmermann, der ist dafür sehr ein guter Schütze, aber leider nicht sehr brave. Naja. Minkyu Song. Auch nicht sehr brave. Auch ein etwas besserer Schütze. Mbayo Koloi. Naja. Das ist auch eher Second Rate. Monika Kubinjova. Ah, die sind alle bei der Firing Accuracy bei 48, 40, 41. Das ist ja lächerlich. Siobhan Walsh, damit haben wir angefangen. Okay, na soll sein. Gut. Noch haben wir niemanden im Memorial. Müssen wir noch irgendwas machen? Ich habe sicher irgendwas vergessen. Ah, Research haben wir eingestellt. Okay. Manufacture, können wir irgendwas manufaktieren? Nein. Na dann. Fangen wir an mit dem Spiel. Hui! Oh, ein Avalanche Launcher. Sehr gut. Das heißt, wir werden dich mit zwei Avalanche Launchern ausstatten. Dann werden wir gleich einmal verkaufen Sachen. Und zwar, da haben wir jetzt noch einen. Und Purchase Recruit. Launch Missiles. Ja, kein Platz mehr. Ich weiß. Hey! Und mehr Leute. Go to base. Research. New Project. Was Medikit? Ah, da gehen wir nur 10 drauf. Und da werden wir noch einmal 5 dazusetzen. So, und die neuen Soldaten schauen wir uns auch an. Oisin Fitzgerald. Na schauen. Huch, im Hintergrund tanzen Damen bei mir vorbei. Natalia Kovacova. Kovakova? Kovakova, glaube ich, würde man das eher aussprechen. Boah, die hat eine Bravery von 60. Das wäre schon ziemlich cool, wenn wir die noch relativ lang behalten. Die ist auch da, naja. Sie ist nicht perfekt, aber auch nicht so schlecht. Stamina könnte besser sein. Also wenn die mal getroffen wird, ist sie tot. Abigail Bach hält da schon um einiges mehr aus. Boah, die ist überhaupt noch besser. Das ist aber cool. Nicht schlecht. Herr Specht. Ich finde das lustig, dass die Werte bis 160 gehen hier. So weit oben habe ich das noch nie gesehen. Ob das wirklich möglich ist. Ja, Fiona Lynch ist auch nicht schlecht eigentlich. Die sind alle eigentlich ganz gut bis jetzt. Ja, da ist die Firing Accuracy jetzt nicht ganz so toll. Ich frage mich gerade, was dieser Wert überhaupt bedeutet. Ein Prozentwert kann es ja wohl nicht sein. Oh, ein sehr hoher Bravery-Wert. Siobhan Walsh, die kennen wir doch schon. Dann haben wir zwei Siobhan Walshs. Oh, nein. Das war's schon. Jo, die kommen alle an Bord.
Aber ich glaube, wir können nur 14 an Bord. Wir haben jetzt 15, das heißt, einen lassen wir zurück. Den lassen wir zurück. Lassen wir einen starken zurück, vielleicht, dass der überlebt, solange wir noch keine gescheite Ausrüstung haben. Ob das klug ist? Weil, wenn sie Einsätze machen und überleben, werden sie stärker noch. Also nicht. Vielleicht sollte man Brave zurücklassen oder ihn, Rainer Schröder zum Beispiel mit Firing Accuracy 50. Der ist zwar brave und hält einiges aus, aber. Ja. Ah, noch besser. Monja Lupin zu. Die lassen wir zurück. Monja Lupin zu. Was auch immer Toril kann, aber der ist auf jeden Fall oh, noch schlechter. Okay, wir lassen Toril zurück. Equip Craft, Sky Ranger, Crew. Okay. 100% Fuel, 0% Damage, passt. Aliens, ihr könnt kommen. Achso, Diesen könnten wir nicht auch noch die Stingray wegnehmen und eine Avalanche reinlegen. Ja, machen wir doch glatt. Dann verkaufen wir noch die ganzen Stingray-Missiles. Und wir kaufen mehr Avalanche-Missiles. Ja, okay, kein Platz mehr. Ich verstehe es. So, was ist mit dem ersten Alien? Ist okay. Ist okay. Laser Weapons, Few Reports. We can now research laser pistols. Naja, dann machen wir das doch glatt. Sobald wir die können, können wir mal die Pistolen außer Dienst stellen. Ich sehe keine Aliens. Wo sind die? Oh, ein Alien. Intercept. Mit einem Interceptor, würde ich fast sagen. Ja. Hohoho. Über Schweden wieder abgeschossen. So, so ein kleines UFO. Passt. Das ist ein gutes Zeichen. So, warte mal. Intercept. Schaffen wir das noch vor Finsternis? Ja, oh ja, das geht sich aus. Okay. Ich glaube, es ist noch nicht finster, wenn wir da reinkommen. Finsternis ist, wie wir ja gesehen haben beim letzten Spiel, nicht so gut, weil wir nichts sehen, aber die Aliens schon. Okay, Siobhan Walsh. Willst du gleich mit dem rausrennen? Ist das klug? Aber ja, wieso nicht? Ja, passt schon. Ich weiß da jetzt noch gar nicht so genau, was wir da machen werden. Aber du kriegst definitiv noch zwei von diesen Dingern da dazu. Und eine Knarre. Reichen. Ah ja, okay. Passt. So, nachdem wir jetzt nicht abgespeichert haben, bevor wir rein sind, werden wir jetzt gleich mal abspeichern. Safe Game, wir nennen es Let's Play. Safe Game. Wie schon das letzte Mal machen wir folgendes. Wir laden nur dann neu, wenn mehr als die Hälfte stirbt. Bei Terroraktionen werden wir nur dann neu laden, sollten wir die Aktion nicht überleben. Gut, schauen wir mal auf die Karte. Da sehen wir mal nichts und wir scheinen hier im rechten oberen Eck zu sein. Das ist gut. So, wir werden da einstellen. Schauen wir nochmal auf die Karte. Ja, wir sind im rechten oberen Eck und da ist das UFO. Gut. Okay.
gehst mal in Deckung. Next. Und Deckung. Next. So, und auch in Deckung. Wir werden das ganz langsam angehen. Nicht zu viel auf einmal raus. Ich glaube, 4 am Anfang sind mehr als genug. 4 sind schon mal wieder viel. Wenn, dann kommen von dort die Aliens. So, du stellst dich mal daher. Stellst dich daneben hin. Geht's alle ein Stück nach. Wir lernen ja aus unseren Fehlern, hoffentlich. Ganz langsam. Nur keine Aliens aufschrecken. Und weitermachen. Das klang nicht gut. So, warte mal. Wir fangen mit dir an wieder. Und Deckung. Du gehst daher. Und Deckung. So, du Freund. Ist auch in Deckung. Ich sehe noch immer nichts, na gut. Gehst daher, schaust in die Richtung und gehst auch in Deckung. Gut. Und raus mit dir. Die nächsten 4 holen wir jetzt raus. Mit etwas Glück. Das besser aus. Ich habe einen Alien gesehen. Er hat daneben geschossen. Sehr gut. Da hinten war ein Alien. Und irgendwas hat auf uns geschossen aus der Richtung. Gut. Das heißt, wir schauen mal mit euch als erstes. Hier irgendwas und du bist in Deckung. Ah, okay, Mist. Schade. Du nimmst das Raumschiff. Als Deckung. Ah, okay. Kann ich das von dort beschießen überhaupt, dieses Alien? Schauen wir mal. Mit einem Ausschuss. Oh! Wow! Das war aber klug. Gut. Okay, gut. Mal da lang. Tust so, als würdest du dich für hier interessieren. Du gehst
da auch entlang. Ich glaube, das Raumschiff bietet dir da genügend Deckung. Du nimmst deine Anführerin gleich einmal als Deckung, als Schild. Das ist super. Das machen wir sehr gut. Wir sind echte Helden. Und du bist daher. Schaust in die Richtung, gehst in Deckung. So, dann holen wir uns noch ein paar raus. Schweren Geschütze werden jetzt rausgeholt. Die wirklich schweren Sachen. Vielleicht wäre Abigail Bach nicht so intelligent, weil Abigail Bach nicht so intelligent mit dem Drum anzuvertrauen. Das nimmt doch relativ viel Zeit in Anspruch. So, und ihr zwei geht es davor und tut so, als wärt ihr nicht hier. Oh, hat da jemand auf uns geschossen? Hat uns da jemand getroffen vor allem? Ja, hat uns getroffen. Ach Gott sei Dank nur ganz leicht. Sioban, du bist so super. Du hältst ja jetzt schon ewig was aus. Schauen wir mal, ob es den auch gleich abschießt. Abschießt gleich nochmal. Okay. Snapshot, geht sich da noch aus? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann gehst du da mal weg, damit du nicht getroffen wirst. Und du darfst schießen, Wolfgang. Ah, sehr gut. Getroffen, aber nicht umgebracht. Ach Gott. Wolfall. Echt jetzt? Du darfst noch einen Snapshot machen. Das war's jetzt nicht. Was ist mit dir? Kannst du ihn erwischen? Eigentlich müsste das funktionieren. Ja, wenn wir treffen würden. Wo schießt du hin? Zum Henker. 16%ige, 27%ige Chance, naja. Wir machen alles kaputt. Was mit dir? 17%ige Chance. Na, du bist doch ein Urheld. So oft wie wir schießen, müsste es doch irgendwann mal gelingen zu treffen. Die Entdeckung. Immerhin ist der Alien fast genauso unfähig wie wir. Kannst eigentlich auch gleich auf den Alien schießen. Ist immerhin eine 23%ige Chance. Oh Gott. Das ist ja schrecklich. Hey, wir haben getroffen und der Alien lebt noch immer. Das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir ihn eh schon zweimal getroffen. Ah, ärgerlich. So, was mit dir? Ah, das ist so schwer, dass der schon auf 32 runter ist. Naja, gut. Wir haben nichts anderes übrig. Einen Snapshot. Was? Und es steht noch immer? Wie oft müssen wir das blöde Viech denn treffen? Bist du in Deckung? Entdeckung. So, mit einer Kanone. 39%ige Chance. Ach so, warte mal. Da haben wir keinen Autoschuss. 50%ige Chance. Na, endlich. Gibt's das?
So, warte mal. Dann gehst du da wieder zurück, schaust in die Richtung, gehst in Deckung. Du. Boah, ja, du hast da schon ziemlich viel, alleine durch das Gewicht von dem blöden Ding. Gut, du gehst nochmal jetzt bis da hier und raus. Und gehst in Deckung. So, und der nächste. Deckung. Passt schon. Mal bis daher. Was ist denn da los? Ach, das ist eine Wand hier. Oh mein Gott, ist das schrecklich beengt. So, du warst schon, du warst schon. Meine Güte, wie viele auf diesen Typen geschossen haben, ohne ihn zu treffen. Das ist so peinlich. Ah, das war ein Fehler. So, kannst du da in Deckung gehen und nochmal einen Autoschuss nehmen? Das wäre auch zu schön gewesen, wenn du ihn getroffen hättest. Kannst du da deine eigenen Leute treffen, wenn du von da schießt? Ja, ich glaube schon. Das heißt, wir werden da vorgehen. Wie viel brauchst du denn? 19, 36. Das kannst du sowieso nur noch einmal einen Autoschuss machen. Das heißt, du gehst in Deckung und machst einen Autoschuss auf dieses Alien. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Na gut. Kann die auf dieses Alien schießen? Komm schon. Entdeckung. Du hast schon. Oje, oje, schlecht. Na Gott sei Dank, der ist genauso unfähig im Schießen wie wir. Da haben wir echt ein Glück gehabt. Ach ja, Spiel. Warum speicherst du ab? Haben wir nicht gesagt, wir speichern nicht ab? Okay, ich habe gesagt, ich speichere nicht ab. Okay. Ah, du bist einmal da in Deckung. So, schauen wir mal. Schießen auf dieses Alien. Könnten wir auch treffen? Boah, wir sind so gut. Wir haben ihn einmal treffen müssen und er war hinüber. So, na gut. Next. Mal auf der Karte, da geht es doch noch einiges weiter. Ob da noch irgendwelche Aliens rumrennen? Gute Frage. Gehen wir mal da bis zum Zaun vor. Wo bist du denn da? Und Deckung? Na doch nicht. Next one. Nein, machen wir zuerst dich.
Abiodun, Odu, Wat, irgendwas. Gehst weiter bis hierher. Und gehst auch in die Knie, damit du nicht so ein großes Ziel abgibst. Und du gehst mir daher. Und next, next. Mhm. Wolfgang Zimmermann, auch du. So, wir bleiben in Deckung und zwar gehst du daher und runter. Wie möglich vor. Gut. Du bist schon gegangen. Okay, nächste Runde. Ja, ich wusste, es ist noch irgendwo ein Alien, wahrscheinlich im Raumschiff drinnen. Na, doch nicht. Da ist es. Ah, verdammt, der war nur betäubt. Ist wieder aufgewacht. Das ist ja ärgerlich. Na, warte mal, mit dem machen wir das erst später. Zuerst schießen wir mit denen, die da hinten sind, auf den. Wo ist denn der da? So, haben wir einen Snapshot oder einen... Aimshot, können wir überhaupt einen Aimshot machen? Nö. Also ein Snapshot auf dieses Alien. Das war daneben, aber auch vorbei. Du bleibst gleich hier stehen noch. Gehst mal daher. Und dann drehst du dich wieder um. Und gehst da in die Knie. So, du gehst zum nächsten Baum. Du gehst von Baum zu Baum quasi. In die Knie. So, schauen wir mal, wie weit geht es da noch? Das ist da zu Ende jetzt. Sehr gut. Ich nehme nicht an, dass da noch irgendwelche Aliens sind. Ich hoffe es zumindest nicht. Aber diese drei Aliens, da drinnen ist wahrscheinlich noch eins. Vielleicht mache ich sogar so, obwohl es zerstört wahrscheinlich innen alle möglichen Sachen, dass ich mit ihm reingehe und den Raketenwerfer da herstelle und mit dem Raketenwerfer dann reinschieße quasi. Also nur aufmachen, reinschießen und hoffen, dass das alles umbringt. So.
Quer durchs Feld. Mach dich klein, damit man dich nicht so gut sieht. Haben wir schon. Da hier. Okay, mach dich nicht klein. Silobahn. Und der Raketenwerfer geht bis da hier einfach und aus. Also soweit es halt geht. Abigail Bach ist schon gegangen. Ah, sie ist noch nicht gegangen. Weiter. Macht sich klein. Rainer Schröder. Nicht jetzt. Achso, Mist. Na gut, andererseits, der muss eh nicht mehr schießen. Ist eher unwahrscheinlich, dass da irgendwas daherkommt. Also es kann natürlich sein, dass sie zur Tür rausgehen. Wir hoffen einfach nicht, dass sie das tun. Und wenn, dass sie dann von diesen beiden beschossen werden. Ist daher. So, ein Snapshot kostet 27. Das wird sich ausgehen. Das heißt. Da ist aber nichts mehr. Kein Alien, da drinnen ist alles hinüber. Das heißt, da muss noch heraus irgendwo ein Alien rumrennen. Oder fuhrwerken oder was weiß nicht was machen. So, du gehst da mal rein. Wo könnte dieses Alien sein? Na, da scheint es zumindest nicht zu sein. Und da drinnen war es auch nicht. Tja, du brauchst nichts machen derweil. Gehst mal daher. Ja, okay. Du bist so weit hinten noch. Du kannst einfach weitergehen, bis du nicht mehr gehen kannst. Das letzte Alien muss irgendwo da unten sein. Nachdem es nicht im Schippernakel ist. Das heißt, mit ihr darf ich jetzt nicht mehr so weitergehen. Mit ihr muss man jetzt vorsichtig sein, nicht mehr so weit vorgehen, sonst wird sie noch umgebracht. So, wo bist du? Fiona. Achso, Mist. Wir könnten natürlich uns da versuchen, einen Durchgang zu schießen. Aber theoretisch wäre das möglich. Aber andererseits. Gut, du bleibst hier. In die Richtung. Nicht, dass da vielleicht dann doch noch irgendjemand kommt. So, dich wollte ich noch. Na okay, dich gehe ich nicht eins weiter. Bist auch fertig. Du bist noch nicht fertig. Du bist jetzt in den Baum. Und gehst in Deckung. Du gehst da ins Weizenfeld. Und in Deckung. Mhm.
schießt wer? Tatsache da hinten. Gut, gehen wir mal mit dir. Wo ist das Alien hin? Ah, da ist es. Verdammt, falscher Gang. Na gut, da bist du dann da wenigstens sicher. Ah, das heißt, wir können mit denen da. Du siehst den. Na dann, schieß mal fest drauf. Ah, was heißt No Line of Fire? Echt jetzt? Warte mal, Karte. Ah, verstehe. Da müsstest du mindestens stehen, damit du den siehst. Okay, geh mal da her. Aber jetzt. Das wäre auch zu einfach gewesen. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt. So, ist er von hinten angreifbar? Wir gehen auf jeden Fall mal daher. Und schauen. Da quasi was ist, aber da ist nichts. Gut, Mädel. Ist mal da hier. Du gehst mal da ins Feld. Du gehst nur so weit, bis du schießen kannst. Das ist irgendwie blöd jetzt. Und jetzt steht der nämlich da vorne im Weg. Mist. Okay, ich gehe auch in Deckung. Jetzt stehen die so nah zusammen, irgendeinen von denen wird er dann schon treffen. Der macht das wahrscheinlich genauso wie wir. Er schießt einfach auf gut Glück auf alles, was sich bewegt. Okay, der kann auch nicht reinschießen von dort. Geh auch in Deckung. Du hast eine 40%ige Chance. Okay. Du hattest eine 14%ige Chance. Abjotun, Oluwatatamili, das ist der super tolle Name. So, was mal mit dir? Mit dir gehe ich dann ein Stück vor. Gut. Du bleibst da. Du bist noch nicht da, du bist auch in die Richtung. Ist auch in die Richtung. Nein, sie haben doch noch einen erledigt. Verdammt.
Kannst du auf den schießen? Töte ihn! Nein, du triffst ihn nicht. Du bist so eine Nuss. Dann geh wenigstens in Deckung. Du. Kannst du auf ihn schießen? Sag mal, wieso gehst du nicht in die Knie? Du, ich habe dich jetzt zweimal getroffen. Dreimal. Na, immerhin. So, jetzt gehst du mal in Deckung. Ah, okay. Du gehst nicht in Deckung. Okay. Okay, ich würde mal sagen, das war's, das. Ich nehme mal an, da kommt nichts mehr jetzt. Egal. Komm schon. Nein, ein Korps. Wer ist denn da jetzt gerade gestorben? Es war nicht Abiodun. Uluwatamilare. Deckung und next one. So, du bist da auch noch weiter vor. Und du. Und bist daher mehr Deckung. Naja, bitte. Für unsere erste Mission war das jetzt nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe jetzt eine Stunde gebraucht. Ich werde dieses Ding möglicherweise in zwei teilen. Schauen wir mal. Okay. Wir haben fünf Alien Corpses mitgenommen. Vier haben wir selbst davon erzeugt. Und immerhin neun Alien Artifacts mitgenommen und neun Alien Alloys. Wir wissen seit dem letzten Spiel, Alien Alloys sind wichtig, damit wir unsere eigene Dings bauen. Hey, und wir haben einen Sergeant, die Abigail Bach. Okay, an dieser Stelle, Herrschaften, möchte ich für einige Zeit mal wieder Pause machen. Ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.